Schönen Tag alle zusammen und herzlich willkommen zur Sabbatversammlung. Ich freue mich, dass wir uns hier begrüßen können, hier in Oberndorf. Und ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen, die über Internet zugeschaltet sind. Wir freuen uns, dass Sie mit uns verbunden sind, dass Sie unsere Versammlung praktisch beiwohnen. Wir sind in Gedanken bei euch allen. Wie ich schon gesagt habe, die Musikeinlage war ja sehr schön, passt genau für die Predigt, denn in einigen Wochen feiern wir ja wieder das Passa und die Tage der ungesäuerten Brote und wir gedenken dabei an dieses einmalige Opfer unseres Herrn und Heilandes. Wir gedenken an die Liebe Gottes zu uns Menschen, die er gehabt hat, und wir denken beim Passa auch an den Teil, dass der unser himmlischer Vater gebracht hat. Denn ich glaube, wir wissen, wie sehr Eltern leiden, wenn ihren Kindern etwas zustoßt. Leiden sie mehr wie sich selber. Und ich möchte in Johannes 3, Vers 16, wir kennen die Stelle sehr gut, Sie können es aufschlagen, wenn Sie wollen, ich zitiere aus der Schlachterbibel. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und Geschwister, wir dürfen diese Gnade nicht missbrauchen, indem wir sie nicht gebührend würdigen. Und in 1. Korinther 11, die Verse 26 bis 29, wenn wir das aufschlagen, 1. Korinther 11, denn das muss uns bewusst sein, 1. Korinther 11, in Vers 26 bis 29, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr des Herrn Tod, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Paulus schreibt weiter, der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch, denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst sich selber, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Also er kann niemanden die Schuld geben, nicht seinen Ehepartner, nicht seinen Freund, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Er kann auch dem Prediger nicht die Schuld geben und Gott schon gar nicht. Wenn wir das Opfer Jesu Christi nicht in der wahren Opferbedeutung erkennen oder respektieren, das würde bedeuten, dass wir es unwürdig nehmen oder dass es uns nicht bewusst ist, dass auch wir durch unsere eigenen Sünden damit beigetragen haben, dass Jesus dieses Opfer auf sich genommen hat. Nun, in einigen Wochen werden wir wieder das Passa feiern, mit der Fußwaschung. Und der Titel meiner Predigt heute lautet, warum ist die Fußwaschung ein Teil der Passafeier? Warum ist die Fußwaschung ein Teil der Passafeier? Welche Lektionen können wir von der Fußwaschung lernen? Wir wissen, Jesus Christus ist unser Vorbild in allen Dingen und er selbst hat seinen Jüngern am letzten Tag, als er als Mensch mit ihnen zusammen war, am Passaabend, ein Beispiel gegeben, dem wir folgen sollen. In Johannes 13, die Verse 14 bis 15 zuerst, Johannes 13, die Verse 14 bis 15, hier lesen wir, Jesus sagte seinen Jüngern, wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Nun, warum ist die Fußwaschung ein Teil der Passafeier? Und Jesus zeigte dadurch seinen Jüngern, welche Gesinnung er von seinen Jüngern
und von allen seinen Nachfolgern erwartet. Bevor sie die Symbole Brot und Wein zu sich nehmen. Nun, von der Fußwaschung können wir sehr viel lernen, weil sie uns die Wesensart Jesu Christi, unseres Erlösers, zeigt. Es geht hier nicht nur um einen physischen Akt, sondern um die Einstellung und die Gesinnung, die jeder in der Gemeinde haben sollte. Jeder von uns. Der Apostel Paulus hat die Gemeinde mit dem Leib Christi verglichen und die Gläubigen als Glieder dieses Leibes. Niemand kann ein Glied des Leibes Christi werden durch eigenes Bemühen, wie wir wissen. Man kann nicht sagen, ja, ich will hier ein Teil des Leibes Christi werden. Denn wir wissen ja in Johannes 6, Vers 44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, das sind siehe der Vater. Gott verspricht seiner Gemeinde, jeden einzelnen von uns, alles zu schenken, was uns zum christlichen Leben dient. Keiner hat eine Ausrede. Jeder kann zu Gott kommen und ihn bitten, wenn er Hilfe braucht in seinem Leben. In 2. Petrus 1, Verse 3 bis 4, Sie können es notieren, ich werde nur einen Satz zitieren, wo es steht, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns Gott gegeben. Ja, Frömmigkeit bedeutet, Jesus Christus eine ähnliche Gesinnung zu haben, wie eine Jesus Christus ähnliche Gesinnung, gottähnliche Gesinnung, kann man auch sagen. Jesus ist für seine Gemeinde gestorben, Geschwister. Sind wir bereit, für ihn zu leben, so zu leben, wie er es möchte, mit seiner Gesinnung? In Johannes 15 und in Vers 16, zwei Seiten weiter, lesen wir: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Johannes 15 und in Vers 16. Und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt, damit ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Jesus machte hier ganz deutlich, wie wir hier sehen, dass auch er an unserer Berufung mitwirkt, er und der Vater, wie wir sehen, und uns eingegliedert hat in seine Gemeinde, wie er es möchte. Jesus ist unser Vorbild, wie ich schon sagte, in allen Dingen. Jesus tat etwas an diesem Abend, beim letzten Abend, wie er mit seinen Jüngern beisammen war, das alle Anwesenden sehr überraschte. So etwas wurde vorher noch nie getan. Nicht, dass nicht jemand die Füße gewaschen wurden, das schon, aber als religiöse Handlung wurde es nicht vorher getan und nicht auf diese Art und Weise. Es wurde nicht von den Schriftgelehrten oder von den Pharisäern getan, auch nicht von den Hausherren, wenn jemand zu Besuch kam, sondern nur von den niedrigsten Sklaven. Denn es gab ja auch, wenn mehrere Sklaven da waren, eine gewisse Rangordnung unter den Sklaven. Der eine war Mundschenk, ja, und der andere, der niedrigste, hat eben die Füße der Gäste gewaschen. Und wenn kein Sklave da war, dann gab man dem Gast eine Schüssel mit Wasser und er konnte sich die Füße selber waschen. Denn die Füße, wenn man bedenkt, ja, das waren ja staubige Straßen, sie hatten meistens Sandalen an. Und wenn man weiß, wenn man, wie wir das heute machen, mit Schuhen auf einer Straße gehen, die sehr staubig oder schmutzig ist, dann zieht man die Schuhe aus, putzt die Schuhe, aber die Füße bleiben rein. Aber
Dort nicht, wenn man Sandalen anhat. Der ganze Schmutz und der ganze Dreck war auf diesen Füßen drauf. Schauen wir uns ein Beispiel an in der Bibel, wo das mit dem Füßewaschen vorkommt. In Lukas 7, wir kommen, wenn Sie vielleicht die Hand reinlegen, wir kommen hier wieder zurück in Johannes 13. Aber jetzt vorher Lukas 7, in Lukas 7 und beginnend in Vers 36. Lukas 7 und in Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und sie, eine Frau, war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er zu Tische saß im Hause des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Wenn sie erkannte hier ihn als Jesus Christus, als den Messias, und sie hoffte auf ihn, sie vertraute ihm, dass er ihr hilft. Vers 39, als aber der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn da anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Nun Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er kannte die Gedanken. Er aber sprach, Meister, sag an. Und er sagte, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer, der war ihm 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, den er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geredet. Und wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon. Er sprach nicht zu der Frau, er sprach zu Simon. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Anscheinend war kein Sklave da, ja, für die Gäste, aber der Pharisäer hat ihm nicht einmal eine Schüssel gegeben, um ihm seine Füße zu waschen. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Der Pharisäer hatte Jesus eingeladen anscheinend, hat ihm nicht einmal die Gelegenheit gegeben, damit er sich seine Füße waschen konnte. Und man kann sehen, was der Pharisäer eigentlich von Jesus gehalten hatte. Ja. In Palästina zur Zeit war es ja die niedrigste Arbeit. Und so gesehen konnte man die Reaktion von Petrus dann auch verstehen. Sie erkannten ihn als den Messias, den Sohn Gottes und ihren Herrn und Meister. Gehen wir zurück zu Johannes 13. Johannes 13, die Verse 4 bis 7. Da stand er vom Mahle auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er, Jesus, einen Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen. Und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, Herr, solltest du mir die Füße waschen? Eine Arbeit, die die niedrigste Sklave macht. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich jetzt tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Ja,
Und Petrus hat es ja nachher erfahren, so wie wir es heute verstehen, diese geistliche Bedeutung. Man kann ein Beispiel nehmen. Stellen Sie sich eine Betriebsfeier vor, wo auch die niedrigsten Mitarbeiter beisammen sind, die höchsten, ja, der Chef, Chefstellvertreter, Abteilungsleiter und auch die niedrigsten Lagerarbeiter, Putzfrauen, was immer. Und die Leute sitzen alle am Tisch. Großen Tisch, alle sind da, sehr feierlich, unterhalten sich. Und dann erfährt man vom Restaurantbesitzer, dass einige vom Bedienungspersonal krank geworden sind. Nun, was geschieht? Der Chef steht auf, bindet sich einen Schurz um und hilft seine Angestellten zu bedienen. Würde das heute wirklich geschehen? Würde das heute wirklich geschehen? Ich glaube nicht. Ja. Auch seine Jünger waren noch nicht geistlich gereift. Sie hatten noch nicht die Gesinnung Jesu Christi. Das kann man auch an ihrem Verhalten sehen. In Lukas 22, Vers 24 bis 27, Sie können es notieren, ich lese aus der Schlachterbibel. Da sieht man, welche Gesinnung sie an dem Abend haben, als Jesus hier am letzten Abend mit ihnen beisammen war. Lukas 22, 24 bis 27. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen der Größte zu gelten habe. Er aber sagte zu ihnen, die Könige der Völker herrschen über sie und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste oder der Niedrigste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Und Geschwister, mit der Fußwaschung zeigt Jesus an jenem Abend seine Bereitschaft, anderen in Demut zu dienen. Genauso wie er es während seines ganzen Lebens getan hatte. Nun, Jesus beendete sein Beispiel der Fußwaschung mit einer wichtigen Feststellung. Johannes 13, Vers 17. Johannes 13 und Vers 17. Eine wichtige Feststellung. Wenn ihr dies wisst, sagt er, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Selig seid ihr, wenn es tut. Das griechische Wort für selig ist Makarios und bedeutet so viel wie eine tiefe innere Zufriedenheit haben. Ja, wenn wir das tun, was Gott uns sagt zu tun, oder anders ausgedrückt, ein Empfinden der Genugtuung und des mentalen bzw. emotionalen Wohlergehens. Das ist das, wenn wir Gott gehorchen und wir durch seinen Heiligen Geist erfüllt sind und wenn Christus, wie er gesagt hat, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt hat, sondern meinen Frieden gebe ich euch. Mit anderen Worten, wenn wir unseren Mitmenschen dienen, zeigen wir ihnen damit, wie die Gesinnung in der Welt von morgen sein wird, wenn Jesus Christus diese Welt regieren wird. Das ist die Gesinnung der Welt von morgen, nämlich der König aller Könige. Jesus Christus hat diese Gesinnung. Und wir lernen sie heute. Wir lernen diese Gesinnung heute. Und die Fußwaschung, die war nicht angeordnet im Alten Testament. Warum brauchen wir sie dann heute, diese Fußwaschung? Warum brauchen wir sie heute? Sie zeigt uns in eindrucksvoller Weise die Einstellung, die Gesinnung, die wir haben sollen, bevor wir die Symbole Brot und Wein zu uns nehmen. Und darum wurde die Fußwaschung vor
der Aufnahme von Brot und Wein eingesetzt. Bevor wir an den Symbolen teilnehmen, sollen wir dieselbe Gesinnung haben wie Jesus Christus. In Philipper 2, die Verse 3 bis 8, Philipper 2, die Verse 3 bis 8, und ich lese aus der Schlachterbibel: Tut nichts aus Selbstsucht und nichtigem Einsatz, Ehrgeiz, nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist für uns Menschen nicht so einfach. Die menschliche Natur sträubt sich dagegen, den anderen höher zu achten als uns selbst. Ich lese hier weiter. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen, denn er soll so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode. Ja, bis zum Tode am Kreuz. Geschwister, wir gedenken beim Passa an diese Liebe, die Gott zu uns hat, und an die Gesinnung Jesu Christi, der uns ein Vorbild hier hinterlassen hat. Nun, als getaufte Mitglieder der Kirche Gottes haben wir den Heiligen Geist empfangen. Und Jesus Christus wohnt in uns. In Galater 2 und in Vers 20, Sie können das notieren, wo Paulus schreibt an die Galater: Nicht ich lebe jetzt, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Herrn Jesus Christus. Nun, Geschwister, wenn wir das von dieser Perspektive aus sehen, dass Gott, Jesus Christus selbst in einem jeden von uns lebt, wenn wir das bedenken, dann fällt es uns leichter, die andere Person höher zu achten. Wie in Philipper wir gelesen haben, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Denn wir achten, wenn wir bedenken, Jesus Christus lebt in der anderen Person, dann sollen wir den anderen höher achten als uns selbst. Wenn wir das von der Perspektive aus sehen, dann glaube ich, fällt es uns leichter, die anderen Geschwister, Mitgläubigen zu respektieren. Nun, wie ist es mit anderen Menschen? Auch die sollen wir respektieren, weil wir bedenken, dass jeder Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen ist und das Potenzial hat, ein Sohn oder eine Tochter Gottes zu werden. Und darum sollen wir auch die anderen Personen in der Weise respektieren und höher achten. Wir gedenken beim Passa an diese Liebe. Es ist eine Gesinnung der Demut, der Vergebung, des Dienens. Die Bibel zeigt uns diese Gesinnung, die Jesus Christus hatte. Und jedes Jahr, seit damals im Jahre 31 nach Christi, folgen Christen dem Beispiel ihres Herrn. Und das sollen wir auch tun zum Gedächtnis. Auch wir tun das, wir fahren fort mit diesem Beispiel. Ja. Durch das Verstehen dieser Zeremonie wachsen wir auch in Erkenntnis und Wertschätzung für das Opfer Jesu Christi, wenn wir das verstehen. Der sein ganzes Leben und Sterben war ein Opfer. Sein ganzes Leben und Sterben war ein Opfer. Natürlich, der Tod war der Abschluss dieses Opfers. Je mehr wir es verstehen, umso dankbarer werden wir Gott gegenüber sein. Wie wir das Opfer Jesu Christi verstehen, Geschwister, widerspiegelt auch unseren geistlichen Zustand, den wir zurzeit haben. Wie wir das Opfer Jesu Christi verstehen. Jesus war bereit, sich für andere zu demütigen. Keiner der Jünger
hat sich bereit erklärt und hat gesagt, Meister, lass mir das machen, ich mach das schon. Keiner von den Jüngern war bereit, dem anderen die Füße zu waschen. Wir sollen das Leben, Geschwister Jesu Christi, reflektieren. Der Sohn Gottes selbst, nicht irgendein Schriftgelehrter oder irgendein anderer Mensch, zeigte seinen Jüngern, wie wir handeln sollen innerhalb der Gemeinde, als Glieder der Gemeinde. Und Geschwister, mit der Kraft des Heiligen Geistes und mit den Gaben und den Fähigkeiten, die Gott uns dadurch auch gegeben hat, sollen wir uns untereinander dienen. Um uns seine Gesinnung vor Augen zu führen, damit wir es besser verstehen, was er meint damit, benutzt Gott oft physische Dinge. Wir können das in der Bibel lesen, um uns geistliche Dinge verständlicher zu machen. Wir brauchen nur denken an den Ton und Töpfer. Wir sind der Ton, Gott ist der Töpfer. Er formt uns wie einen Ton, das können wir verstehen. Und wir können diese geistliche Perspektive besser erkennen. Und so ist es auch mit der Fußwaschung. Ja, wir alle sind Glieder seines Leibes. In 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 14. 1. Korinther 12, 12 bis 14. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, und alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Ja, Geschwister, was wäre, wir können uns selbst fragen, wie würden wir reagieren, wenn Jesus Christus zu Ihnen sagen würde, ich würde dich gerne als einen Fuß in meinem geistlichen Leib haben. Wie würden wir reagieren? Ja? Würden wir vielleicht sagen, oh, ach Herr, hast du nicht was Besseres für mich? Da trampeln ja alle auf mich herum. Könnt ihr nicht eine andere Aufgabe in meinem Leben haben? Ich würde lieber gern Auge sein, da sehe ich alles. Oder was immer. Oder würden wir glatt sagen, nein, das will ich nicht. Da muss ich ja zu allen anderen hinaufschauen, ja, und sie herumtragen die ganze Zeit. Ja, wie würden wir wirklich reagieren? Geschwister, von den Füßen können wir viel lernen. Schauen wir uns einige Beispiele an. Füße sind der unterste Teil, das haben wir schon angesprochen, unterste Teil des Körpers, aber sie haben eine äußerst wichtige Funktion. Man braucht sich nur vorstellen, ohne Füße zu sein. Dann weiß man. Füße müssen, mit Anführungszeichen, hinaufschauen zu den anderen Körperteilen. Wir haben vorhin gelesen, Philipper 2, Vers 3, einer achte den anderen höher als sich selbst. Geschwister, das Gegenteil von Demut, dieser demütigen Einstellung, ist Hochmut und Stolz. Nur dieser Hochmut und Stolz wird es im Reich Gottes nicht geben. Wir müssen uns bemühen, das aus unserem Leben herauszubringen. In dieser Gesinnung sollen wir unsere geistlichen Geschwister behandeln, wie wir gesehen haben, in einer achte des anderen höher. Und unsere geistlichen Gaben einsetzen und uns zur Verfügung stellen. Ein weiterer Punkt, was wir von den Füßen lernen können. Füße tragen die Last des Körpers. Füße tragen uns den ganzen Tag herum, sie dienen den Rest des Körpers. In Galater 6, die Verse 1 bis 2, wird es fast bildhaft angesprochen. Galater 6,
1 bis 2. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung übereilt wird, so hilft ihm wieder zurecht. Wie denn? Mit dem Holzknüppel? Nein, mit sanftmütigem Geist, wie es hier steht. Sanftmütigen Geist, verständnisvoll. Natürlich, wenn einer mutwillig sündigt und die Bank ausraubt, dann werde ich nicht sagen, na gut, gut, da kann ich dich verstehen. Das ist falsch. Ja? Aber wenn einer einem eine Verfehlung übereilt, ja, wenn einem was passiert, ja, das kann schon sein, dass man mal eine falsche Entscheidung auch trifft. Ja? Ihr mit sanftmütigem Geist, wenn ich hier weiterlese, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du dich nicht auch versucht werdest. Vers 2, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Gottes erfüllen. Geschwister, wir können nicht immer dem anderen die Koffer tragen, es ist nicht immer das Problem, aber wir können dem anderen die Last tragen, indem wir für ihn beten. Im Gebet an den anderen denken, ja, können wir die Last des anderen tragen. Und welche Eltern würden nicht eine Freude haben, wenn sie sehen, wie ihre Kinder untereinander sich gegenseitig unterstützen? Ja, genauso ist es auch mit Gott, unserem himmlischen Vater. Auch er hat eine Freude, wenn er sieht, dass wir uns untereinander helfen, unterstützen. Ein Beispiel, wie Füße den Körper tragen. Nehmen wir eine Aktivität, nehmen wir den Tanzabend, ja, der Körper hat den Spaß und die Füße haben die Last. Die tragen den ganzen Körper rum, wenn er umeinander springt. Ja. Und so ist es auch in der Gemeinde oder sonst irgendwo. Einige haben die Arbeit, die Last, alles aufzubauen, alles zu tun, damit die anderen Freude haben. Ja. Ein dritter Punkt, ein weiterer Punkt. Füße sind oft schmutzig und staubig. Haben wir schon einmal darauf geachtet, wie viel Schmutz sich manchmal sammelt auf unseren Schuhen? Wie ich schon erwähnt habe, früher waren ja das die Sandalen, das war alles auf den Füßen. Und ich möchte hier zwei Aspekte unter diesem Punkt aufzeigen, nämlich A, staubige Füße, ja, schmutzig und staubig. Staubige Füße erinnern uns daran, dass wir selber Staub sind. In 1. Mose 3, 19 brauchen Sie nur notieren. Demut in Lateinisch ist Humilitas und aus derselben Wurzel stammt auch das Wort Humus, was Erde bedeutet. Wenn wir uns von dieser Perspektive aus betrachten, dann sehen wir, dass wir sterblich sind. Dann vergessen wir das nicht. Und aus Erde gemacht sind. Und das macht uns schon demütig. Ein anderer Aspekt, B, schmutzige Füße erinnern uns an unsere Sünden. Erinnern uns an unsere Sünden, den geistigen Schmutz, den wir angesammelt haben durch unsere verkehrte Lebensweise. Und wir zeigen dadurch, dass wir das Opfer Jesu Christi brauchen und auch annehmen. In Epheser 5, ein paar Seiten weiter, Epheser 5, Verse 25 bis 27, Epheser 5, die Verse 25 bis 27, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie sollen wir unsere Frauen lieben, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort Gottes. Wenn wir das Wort Gottes studieren, hilft uns Gott, unsere Gedanken in die richtige Richtung zu bringen und wir werden dadurch symbolisch auch gewaschen in der Hinsicht. Wir erkennen unsere Sünden und mit Gottes Hilfe bringen wir unsere Sünden aus uns heraus. Und so gesehen ist es eine Art
gereinigt werden durch das Wasserbad im Wort, damit er, Vers 27, sich vor sich stellte als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern sie heilig und untadelig sei. Geschwister, vergessen wir nicht, dass wir auch heilig sind. Gott macht uns heilig. Der vierte Punkt, was wir von den Füßen lernen können: Füße sind willig zu folgen. Füße sind willig zu folgen. Eine Gesinnung, nämlich Gottes Weg gehen zu wollen, nicht zu müssen, ist ein großer Unterschied. Wenn ich den Weg Gottes gehen muss, weil ich Angst habe davor, vor der Strafe, die darauf folgt, dann wird sehr schwer eine Liebe dafür entstehen. Aber wir müssen die Gesinnung haben, dass wir wollen. Und die Füße gehen dorthin, wohin das Haupt ihnen sagt. Freiwillig. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Nun, was würde geschehen, wenn unsere Füße ganz woanders hingehen würden, was wir wollen? Das wäre ein Chaos im Leib, auf jeden Fall. Wir wollen in die Versammlung, aber die Füße wollen im Fußballplatz gehen. Wir wollen niederknien und die Füße wollen joggen gehen. Das würde nicht funktionieren. Das funktioniert auch in der Gemeinde nicht. Wir wollen schlafen gehen und die Füße wollen zur Arbeit gehen. Oder wir wollen zur Arbeit gehen und dann schlafen uns die Füße ein. Ja. Geschwister, Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde und er möchte, dass wir unsere geistlichen Gaben zum Wohle und zur Auferbauung seines Leibes einsetzen. Und wenn wir den Heiligen Geist empfangen, dann empfangen wir auch geistliche Gaben. Mehr oder weniger, je nachdem, wie Gott es austeilt. Schauen wir uns einige an. In Römer 12, die Verse 3 bis 8 zuerst. Römer 12, die Verse 3 bis 8. Selten, wenn es um Gaben geht, schauen wir uns diese Gaben an. Es ist auch an anderer Stelle, wo die Gaben Gottes erwähnt werden. Aber wir schauen uns diese an. Das sind auch Gaben, die Gott uns gibt durch den Heiligen Geist. Römer 12, die Verse 3 bis 8. Denn es sage euch durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Vers 4. Denn wie wir an einem Leibe viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so tue er es sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tut er es gern. Auch Barmherzigkeit ist eine Gabe Gottes. Wenn jemand mitfühlend ist, barmherzig ist, einfühlsam, das sind auch Gaben, die uns Gott gegeben hat. Ich lese hier, Sie können das weiterlesen bis Vers 21, wo das noch weitergeht. Aber wir wollen weitergehen. Jesus selbst gab uns ein Vorbild und wir werden jedes Jahr daran erinnert bei der Fußwaschung. Er hat uns auf eine bildhafte Weise dargestellt, welche Gesinnung wir haben sollen. Ja, und wir können uns fragen, Geschwister, würden wir jeden Menschen die Füße waschen? Auch jene Menschen, die nicht unserer Glaubensgemeinschaft angehören.
Oder auch jene, die nicht die gleiche Meinung, Erkenntnis haben wie wir. Oder würden wir auch einen Moslem die Füße waschen? Nun, Jesus Christus hat auch Judas, obwohl er wusste, dass er ihn verraten würde, die Füße gewaschen. Nun, dass wir dem anderen vergeben und verzeihen sollen, das haben wir gesehen, dass eine Gabe Gottes auch Barmherzigkeit ist. So wie Gott barmherzig uns ist, sollen auch wir anderen sein. Wir wissen ja das auch aus dem Mustergebet. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja. Auch wir, die Barmherzigkeit ist etwas sehr Wichtiges im Leben eines Christen. Ich möchte hier etwas zitieren, und zwar aus dem Buch mit dem Titel Die heilende Kraft des Vergebens. Und das Buch hat auch einen Untertitel, der lautet, wie Sie Wunden bewältigen können, die Sie nicht verdient haben. Wie Sie Wunden bewältigen können, die Sie nicht verdient haben. Und ich möchte aus diesem Buch eine Geschichte von Simon Wiesenthal zitieren, einem Nazi-Anführer. Er war Leiter des jüdischen Dokumentationszentrums in Wien. Und Simon Wiesenthal erzählt selbst diese Geschichte in seinem Buch Die Sonnenblume. Und Wiesenthal starb am 20. September 2005 in Wien. Und ich zitiere aus dem Buch. Lemberg 1942. Dem KZ-Häftling Simon Wiesenthal wurde in einem Konzentrationslager die Aufgabe zugewiesen, aus einem Reservelazarett, das die Deutschen für an der Ostfront verwundeten Soldaten eingerichtet hatten, die Abfälle zu entfernen. Plötzlich kommt eine Krankenschwester auf ihn zu, nimmt ihn beim Arm, befiehlt ihm, mit ihr mitzugehen und führt ihn eine Treppe hinauf an einer Reihe schwer Verwundeter vorbei und an das Bett eines jungen Soldaten, der den Kopf in blutbefleckten Binden gewickelt im Sterben lag. Es handelte sich um einen 22-jährigen SS-Angehörigen. Der Schock, der Soldat, sein Name ist Karl, umklammert Wiesenthals Hand und krallt sich daran fest, als fürchtete er, Wiesenthal werde weglaufen. Er sagt ihm, dass er unbedingt mit einem Juden sprechen wolle. Er müsse die entsetzliche Tat, die er begangen habe, beichten, damit er Vergebung empfange. Sonst könne er nicht in Frieden sterben. Was hat er getan? Er befand sich gerade in einem russischen Dorf, wo mehrere hundert Juden zusammengetrieben worden waren. Seine Gruppe erhielt den Befehl, gefüllte Benzinkanister in den Eingang eines gewissen Hauses zu schaffen. Dann wurden etwa 200 Juden in das Haus getrieben, bis sie so dicht gedrängt standen, dass sie sich kaum noch bewegen konnten. Als nächstes warfen die Soldaten Handgranaten durch das Fenster, um das Haus anzuzünden. Sie hatten den Befehl, jeden zu erschießen, der versuchen sollte, aus dem Fenster zu springen. Der junge Soldat erinnerte sich, hinter einem Fenster im zweiten Stock sehe ich einen Mann, der ein kleines Kind auf dem Arm trägt, seine Kleider brennen, neben ihm steht eine Frau, sicher die Mutter des Kindes. Mit der freien Hand hält der Mann dem Kind die Augen zu. Dann springt er hinunter auf die Straße. Sekunden später folgt die Mutter. Wir schießen. Oh Gott, ich werde es nie vergessen. Es verfolgt mich. Nun, der junge Mann hält inne. Dann fährt er fort. Ich weiß, was ich Ihnen erzählt habe, ist furchtbar. Ich hatte immer wieder das Bedürfnis, mit einem Juden darüber zu sprechen und ihn um Vergebung zu bitten. Ich weiß, was ich verlange, ist fast zu viel für sie. Aber ohne Antwort kann ich nicht in Frieden sterben. Stille. Die Sonne steht hoch am Himmel. Gott ist irgendwo.
Aber hier befinden sich zwei Fremde unter sich. Gefangen in der Krise des Vergebens, ein Mitglied der Herrenrasse fleht ein Mitglied der dem Tod geweihten Rasse um Vergebung an. Wiesenthal erzählt, was er tat. Ich stehe auf, sehe in seine Richtung, auf seine gefalteten Hände. Ich habe mich entschieden. Ohne ein Wort verlasse ich das Zimmer. Der Deutsche musste sterben, ohne dass ein Jude ihm vergab. Wiesenthal überlebte das Konzentrationslager. Aber er konnte den SS-Mann nicht vergessen. Ihn plagte lange Zeit die Frage, ob er dem Soldaten hätte vergeben sollen. Er erzählt die Geschichte in seinem Buch Die Sonnenblume, was er mit der Frage an jeden Leser beschließt. Was hätten Sie getan? Ja, die Frage auch an uns. Würden wir jeden Menschen die Füße waschen? Jesus sagt seinen Jüngern, liebet eure Feinde. Geschwister, wenn wir den Plan Gottes verstehen, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, Gottes Weg zu erfahren, Gottes Wahrheit zu erfahren und das Potenzial, einmal in seinem Reich zu sein, dann ist es verständlich, dass Jesus Christus uns bittet und sagt, liebet eure Feinde, denn irgendwann werden sich auch die vielleicht einige bekehren und im Reich Gottes sein. Wir, die wir den Plan Gottes verstehen, haben eine ganz andere Perspektive und eine Ansicht heute. Geschwister, dazu gehört unbedingt eine vergebende Einstellung, um unsere Feinde zu lieben. Und wir sollen Diener der Menschen sein und nicht Verkläger der Menschen wie Satan. Geschwister, hätte Simon Wiesenthal dem jungen Soldaten die Füße gewaschen? Hätten wir es getan. Vielleicht hätte Simon Wiesenthal es schon getan, nachdem er tiefer darüber nachgedacht hatte. Denn nachher kam er schon zum Nachdenken. Geschwister, Jesus Christus ist für jeden von uns gestorben. Als wir noch Sünder waren, wir haben uns nicht bei ihm entschuldigt. Vorher. Er hat uns nicht nur die Füße gewaschen, sondern er ist sogar für uns gestorben. Und Geschwister, wie viel mehr sollen wir uns untereinander helfen und dienen? Selig bedeutet im Urtext, glücklich zu preisen, seid ihr, wenn ihr es tut, wie Christus sagt. Wenn Jesus Christus gekommen wäre, nur um sich dienen zu lassen hier auf dieser Welt, dann wäre es besser für ihn gewesen, er wäre im Himmel geblieben. Aber er ist aus einem bestimmten Grund hier gekommen, nämlich für unsere Sünden zu sterben. Er wusste das. Die menschliche Natur möchte der Größte sein, wie die Jünger, wie wir das schon gelesen haben. Ja, die Fußwaschung, die lehrt uns beides. Erstens, man kann Demut haben, aber nicht dienen wollen. Und zweitens, man kann dienen, ohne Demut zu haben. Zum Beispiel, um sich wichtig zu machen, ja, um sich alles Mögliche, wie Beispiel der Jünger, Matthäus 20, Vers 21, brauchen wir nicht aufschlagen, wo die Mutter von den beiden Jüngern gebeten hatte, ob ihre Söhne nicht sitzen können, einer zur Rechten und einer zur Linken. Ja? Also ein bisschen bescheiden war sie schon. Nun, die menschliche Natur, Geschwister, das müssen uns bewusst sein, ist eine nehmende Natur. Und wir müssen diese Natur ablegen. Und das Gegenteil ist die göttliche Natur. Sie ist eine gebende Natur. Und die müssen wir uns aneignen mit der Hilfe Gottes. Denn sie wird im Reich Gottes gelebt werden. Sie wird im Reich Gottes gelebt werden. Und wir sollen ja Diener im Reich Gottes sein,
als Könige und Priester, ja, da werden wir herrschen auch. Ja, wie lässt sich das vereinbaren mit Dienen und Regieren? Wie lässt sich das vereinbaren? Das beste Beispiel ist die Familie, die Eltern. Die Eltern dienen ihren Kindern und gleichzeitig regieren sie die Kinder. Und Gott dient seinen Kindern und gleichzeitig regiert er uns. Schauen wir uns den Kontrast in dieser Welt an. Zwischen dem demütigen Jesus, der seinen Jüngern die Füße wäscht, und der machtorientierten Gesellschaft Satans, die andere Menschen beherrschen wollen. Geschwister, was passiert, wenn man Dienen vom Regieren trennt? Wenn man Dienen von Regieren trennt, das Ergebnis sehen wir heute in der Welt. Ja, die Menschen wollen regieren, oft in die eigene Tasche. Auf der einen Seite sehen wir die demütige Gesinnung Christi und auf der anderen Seite die Habgier, Hochmut, Stolz unserer Gesellschaft in dieser Welt, in der wir als Nachfolger Christi leben. Wir leben in dieser Welt. So wie Lot damals, ein Beispiel, das können wir uns anschauen, in 2. Petrus 2, in 2. Petrus 2, die Verse 7 bis 9, 2. Petrus 2, die Versen 7 bis 9. Also solch eine ungerechte Gesellschaft gab es auch schon vor tausenden von Jahren. Hier lesen wir, beginnend in Vers 7 von 2. Petrus 2, und hat den gerechten Lot gerettet, errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten und mit ihrem ausschweifenden Leben. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören. Hören Sie auch manchmal alles Mögliche in dieser Gesellschaft? Schmutzige Witze oder was immer? Oder E-Mails oder was immer man bekommt in dieser Welt? Ja, Lot ist auch schon so gegangen. Wir können das nicht verhindern, wenn in unserer Anwesenheit ein schmutziger Witz erzählt wird. Das können wir nicht verhindern und nicht beeinflussen. Aber eines können wir, wie wir darauf reagieren. Das liegt bei uns, wie wir darauf reagieren. Ich lese hier weiter. Und seine gerechte Seele von Tag zu Tag wählen lassen durch ihre bösen Werke. Und hier ein sehr ermutigender Vers. Der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten. Die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichts. Ja, Gott weiß, uns aus dieser Situation zu erretten. Die Fußwaschung ist eine der lehrreichsten Zeremonien, die wir kennen. Denken wir daran, wenn wir uns dann gegenseitig am Passahabend die Füße waschen. Die Fußwaschung zeigt uns bildhaft, in welcher Gesinnung wie unser christliches Leben führen sollen, in der Gemeinde und auch gegenüber anderen Menschen. Geschwister, wir werden dabei nicht immer Applaus und Anerkennung erhalten für unser christliches Leben. Nicht in dieser Welt, aber in der Welt von morgen werden wir einen Lohn erhalten, der über unsere Vorstellungen hinausgeht. In 1. Petrus 2, wir sind in Petrus, 1. Petrus 2, die Verse 20 bis 21, 1. Petrus 2, 20 bis 21, denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig erträgt, aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es erträgt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen. Dazu sind wir berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen.
Lesen wir weiter in 1. Petrus 3, im nächsten Kapitel, die Verse 12 bis 14. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen. Geschwister, wir leiden manchmal um der Gerechtigkeit willen. Ja, weil wir diesen Weg gehen. Ob es jetzt wegen dem Sabbat ist oder wegen sonst irgendetwas, wo wir mit den anderen nicht mitlachen oder mittun, wie sie es tun. Ja. Und wenn ihr, in Vers 14 hier, und wenn ihr leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Thron und erschreckt nicht. Ja, wir brauchen keine Angst zu haben. Die Gesinnung des Dienens, die Jesus Christus hat, kommt nicht durch unsere menschliche Natur. Nein, nicht durch unsere menschliche Natur, sondern durch den Heiligen Geist. Ja, die Gesinnung, die Jesus Christus hat, können wir nicht selbst entwickeln. Sie kommt durch den Heiligen Geist. Und darum sollen wir täglich um den Heiligen Geist bitten. Er gibt uns die Kraft, die wir brauchen, jeden Tag so zu leben, wie Gott es von uns erwartet als seine Nachfolger. Die Gesinnung Jesu Christi, die auch Gott, unser himmlischer Vater, hat, ja, diese Gesinnung sollen wir entwickeln, nachdem er uns aus dieser Welt herausgerufen hat. Schauen wir in Johannes 15, die Verse 18 bis 19. Johannes 15, die Verse 18 bis 19. Hier lesen wir, wenn euch die Welt hasst, ja, wenn wir Schwierigkeiten haben in dieser Welt, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Wäret ihr von dieser Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von dieser Welt seid, sondern ich, Jesus Christus, ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt, weil wir einen anderen Weg gehen. Wir leben anders. Und wie wir in der Kurzpredigt gehört haben, es geht nicht spurlos an unseren Mitmenschen vorüber. Wir können das nicht verheimlichen und wollen es auch nicht. Eine Frage gibt es noch, die mir gestellt worden ist, die will man auch noch anschneiden in Bezug auf Fußwaschung. Es gibt Gründe, warum einer Person die Füße nicht gewaschen werden können. Es gibt Gründe dafür. Und ich habe hier drei Gründe angeführt. Der erste Grund ist eine ansteckende Krankheit. Ja, da werden die Füße nicht gewaschen. Der zweite Grund ist eine Verletzung, wo kein Wasser dazukommen darf, logischerweise. Aber die Person, die diese Verletzung hat, müsste aber jemand anderen die Füße waschen. Das schon. Und der dritte Grund ist, wenn jemand allein das Wasser nimmt. Eine Person, die weit weg wohnt, abgelegen wohnt, die kann sich auch selber nicht die Füße waschen, wenn sie ja allein ist. Das wären die Gründe. Nun zum Schluss wollen wir uns nochmal die Frage stellen, warum ist die Fußwaschung ein Teil der Passafeier? Die Fußwaschung zeigt uns die Gesinnung, in welcher wir das Wasser nehmen sollen. Jesus zeigt uns dadurch, welche Gesinnung wir haben sollen, bevor wir Brot und Wein nehmen sollen. Zum Schluss wollen wir uns die Warnung des Apostel Paulus nochmals in Erinnerung rufen und 2. Korinther als letzte Stelle aufschlagen, 2. Korinther 13 und in Vers 5. 2. Korinther 13 und in Vers 5. Er mahnt hier,
die Korinther, in Vers 5 von 2. Kapitel 13, erforscht euch selbst. Wir sollen darüber nachdenken. Wir werden an mehreren Stellen aufgefordert, darüber nachzudenken. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben seid, prüft euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann wäret ihr ja untüchtig. Ja, wir sollen uns erforschen, jetzt vor dem Passa. Und die Frage zum Schluss an uns ganz persönlich: Jesus Christus ist für uns gestorben. Sind wir bereit, für ihn zu leben, in einer dienenden Gesinnung, so wie er sie hatte?